Servus ihr Lieben, hier ist wieder euer Patrick und in diesem Video geht es um meinen persönlichen Weg zur Spiritualität. Viel Spaß damit. So ihr Lieben, da sind wir wieder und ich hatte einige Nachrichten bekommen in den letzten Wochen und auch Monaten, wo es immer wieder hieß, Spiritualität, seit wann beschäftigst du dich mit solchen Themen, wie bist du dazu gekommen und so weiter, und darüber möchte ich einmal hier in diesem Video reden. Es war ungefähr, eigentlich müsste man sagen, in der Jugend fing es an, dass ich sehr viele Sachen an sich hinterfragt habe. Es war immer schon in der Schule so, egal ob im Mathematikunterricht oder sonst wo, ich habe immer gefragt, warum ist das so, wieso funktioniert das so? Ich wollte immer den Sinn dahinter verstehen, und das hat sich insofern ausgewirkt, dass ich in meiner Jugend relativ Philosophie interessiert war und habe mich viel darüber gelesen, sehr viel diskutiert, eines meiner Leidenschaften, will ich sagen, früher, und habe mich mit einigen Menschen unterhalten. Und dann war es so, dass irgendwann, das war im Jahr 2007, da bin ich auf das Thema Pickup aufmerksam geworden. Pickup ist eine Bewegung, die damals aus Amerika rüberkam, mit dem Schwerpunkt, im Schwerpunkt dreht es sich um das Kennenlernen und Erobern in Anführungsstrichen von Männern oder auch Frauen, in dem Fall bei mir waren es Frauen, und ich fand dieses Thema thematisch unglaublich interessant, weil es sowas war wie ein Sammelbecken, ein Sammelsurium von ganz vielen verschiedenen Themen, für die ich mich generell interessierte. Da drin waren zum Beispiel, es ging um Psychologie, Evolutionspsychologie und so weiter. Dann ging es darum Körpersprache, es ging um Tonalität, es ging um soziale Dynamiken, was passiert in Gruppendynamiken und so weiter. Und all das waren Themen, für die ich mich begeistern konnte. Und darum war das für mich damals so eine Schatzgrube. Und ich habe mich ausprobiert und habe einiges gelernt in der Zeit. Und habe in der Zeit dann ungefähr, also es war dann 2010 ungefähr, habe ich angefangen, im Vertrieb zu arbeiten. Und damals war das bei Erfolgsfürsorge, Generali heute. Und es war eine sehr heftige Zeit, und da sind mir dann unter anderem beim Flirten, also im ganzen Dating-Bereich, aber auch im unternehmerischen, im vertrieblichen Bereich, Sachen aufgefallen, die ich nicht verstehen konnte. Und zwar, um ein Beispiel zu nennen, ich war mal bei einem der größten Versicherungsunternehmen der Welt als Kaufmann für Finanzen. Und habe da meine Lehre gemacht und habe dann in den Vertriebscoachings, und das waren zum Teil sehr qualifizierte Trainer, aber so Sachen mitbekommen wie, und dann benutzt das und das Wording bei dem Kunden, sagt zum Beispiel das und das, sei nicht der Bittsteller, sondern sei derjenige, der ein Angebot macht und so weiter und so fort. Und dabei ist mir immer wieder eine Sache aufgefallen. Es wird der Schwerpunkt gelegt auf die Kommunikation. So, sag nicht das, sondern sag das. Dabei ist die Kommunikation als solche, meiner Erfahrung nach, komplett irrelevant. Denn jeder von euch wird es kennen, man spricht dann von Inkongruenz beispielsweise. Wenn einer vor dir steht, jemand steht vor dir, du unterhältst dich mit dem und du merkst, wenn der redet, das, was er sagt, passt nicht zu dem, was er ausstrahlt oder symbolisiert oder verkörpert. So, das erzeugt manchmal in uns ein Gefühl im Sinne von, das kommt mir spanisch vor, das fühlt sich nicht ganz rund an. Und genau das passiert zum Beispiel im unternehmerischen Bereich, auf Vertriebsschulungen oder auch auf Flirtschulungen, auf viele. Es werden einem Sätze in den Mund gelegt, Wordings, Einwandbehandlungen, wie sie Wort für Wort zu funktionieren haben. Dabei ist meiner Meinung nach viel relevanter das, was dahinter steckt, die höhere Ebene, das spricht das Mindset und so weiter. Um ein Beispiel zu nennen, ich war mal bei einem großen Unternehmen und da war jemand sehr erfolgreich. Dieser jemand, der sehr erfolgreich war, hatte unglaublich viel zu tun. Er hatte sehr viele Termine, viele Kunden, viele wichtige Kunden auch und so weiter.
Und da kam es denn schon mal vor, dass wenn ein Kunde ins Büro reinkam und zu ihm an die Tür klopfte, dass er gesagt hat, entschuldigen Sie bitte, geben Sie mir 10 Minuten Zeit, ich bin gleich für Sie da. So, und das hat bei den Kunden natürlich auch nochmal den Eindruck unterstreicht, dass er zum Beispiel besonders wichtig oder gefragt ist. Und er war dabei ja auch nicht böse oder respektlos, sondern hat einfach gesagt, warten Sie kurz 10 Minuten und so weiter. So, was ist passiert? Es haben sich Vertriebstrainer damals diesen Menschen angeguckt, der so erfolgreich war, haben gedacht, was machen sie anders und haben dann analysiert, Mensch, der lässt Kunden auch mal warten. Das symbolisiert zum Beispiel, dass man wichtig ist, viele Termine hat, das ist ja positiv. Und haben diese Aktion dann nicht so guten Vertrieblern weitergegeben. So, und dann kam es dazu, dass Vertriebler zum Beispiel, die kaum verkauft haben, die relativ schlecht waren, die wenig Termine hatten und eigentlich sehr viel Zeit hatten, dann zum Teil in ihrem Büro saßen und wenn irgendein Kunde geklopft hat und gesagt, ja, geben Sie mir 5 Minuten Zeit, dann bin ich gleich für Sie da. Dabei hatten sie gar nichts zu tun. Und was passiert ist, wenn der Kunde reinkam, in der Kommunikation wurde nicht all das subkommuniziert, was anhand der Handlung von eben deutlich werden sollte. Es wird immer subkommuniziert, dass man nicht so wichtig ist, wie man tut, so schlau ist, wie man tut. So, wenn irgendwas nicht wirklich du selbst bist, wenn deine Worte, deine Gedanken und deine Taten, deine Handlungen nicht eine Linie ergeben, dann ist es inkongruent, es ist nicht authentisch. Also dachte ich mir damals, ich fand Rhetorik, Eloquenz als Thematik unglaublich spannend, sehr viel darüber gelesen, viele Vorträge besucht und so weiter. Aber ich dachte mir, okay, offensichtlich bin ich da auf einer sehr oberflächlichen Ebene unterwegs, denn Worte selbst sind offenbar überhaupt nicht so wichtig, wie ich immer dachte. Also ging mein Fokus weg von Kommunikation und Rhetorik hin zu, ich sag mal, tieferen Ebenen. Das war damals denn Ebenen wie Mindsets, Glaubenssätze, solche Sachen. Und ich dachte mir, ja, das macht viel mehr Sinn. Denn auch wenn ich zurückgedacht habe an meine Schulzeit, da gab es immer irgendwie welche, die in der Klasse als Opfer galten, sage ich mal, und es gab immer die Coolen, um da jetzt einfach mal so zwei Lager zu bilden. Und manchmal war es so, dass die Opfer in der Klasse irgendwas gesagt haben, was eigentlich total lustig war, aber keiner hat gelacht. So, das heißt, offenbar oder umgekehrt, die Coolen aus der Klasse haben irgendwas erzählt, was eigentlich überhaupt nicht lustig war, aber alle haben gelacht. So, das heißt, offenbar waren die Worte viel weniger relevant wie das Framing, also der Rahmen, die mentale Projektion von dem Gegenüber in Bezug auf den Wert der eigenen Person. Jetzt wird es etwas komplex. Worauf ich hinaus will ist, wenn Menschen einen framen, ich nenne ein klasse praktisches Beispiel. Du bist unterwegs mit einem Kollegen und dein Kollege stellt dir irgendjemanden vor, das kann ein Mann sein oder eine Frau sein, und sagt, ey, ganz ehrlich, ich muss dir XY vorstellen, lern die Person kennen, ich habe noch nie so einen lustigen Menschen kennengelernt. So, und das ist jetzt in deinem Framing bei dir im Kopf. Und jetzt lernst du diesen Menschen kennen und es wird automatisch so sein, dass deine selektive Wahrnehmung darauf fokussiert ist, auf all das, was er tut, was lustig ist. Und er wird höchstwahrscheinlich für dich als lustige Person wirken. Oder dir wird jemand vorgestellt und irgendwer sagt, du, ganz ehrlich, mit dem musst du dich mal unterhalten. Das ist so ein schlauer Mensch, das ist unglaublich. Und du lernst die Person kennen und der sagt irgendwann mal irgendein Zitat und du siehst es gleich als Ausdruck seiner Genialität, weil deine selektive Wahrnehmung darauf fokussiert ist. Und das waren dann Themenbereiche, wenn es um die ganzen, alles was über Kommunikation geht, was mir wesentlich mehr zugesagt hat, weil ich dachte, Mensch, da steckt viel mehr Wahrheit drin, denn wenn ich das richtige Mindset habe, ist es nahezu egal, was ich sage. So, und darum habe ich mich denn darauf fokussiert. Dann kamen die Themen Persönlichkeitsentwicklung und NLP und so weiter. Und ich dachte mir, wie verrückt ist das denn? Ich kann mein Leben selbst in die Hand nehmen. Ich kann die Sachen erreichen, die ich erreichen will. Egal in welchem Bereich meines Lebens. Gesundheitlich und im Liebesleben und im beruflichen Leben und so weiter. Und darum bin ich die Themen angegangen. Und ich habe mich programmiert und motiviert und programmiert und so weiter. Und dann kam es dazu, dass ich in vielen Bereichen des Lebens genau diese Resultate hatte, die ich anstreben wollte. Ne? Egal, ob ich jetzt die körperliche Veränderung oder die sozialen Dynamiken oder sowas.
Und ich dachte mir, das ist ja der Hammer, das ist verrückt. Und ich war richtig stolz auf das, was ich erreicht habe, auf die Ergebnisse und so weiter. Und dieser Stolz, den ich gefühlt habe, hatte, der fühlte sich viel besser an als dieses latente Unglücklichsein, was ich davor immer fühlte. Also dachte ich mir, ja geil, das ist es, that's the way, Mindset, alles geht um Mindset, Glaubenssätze und so weiter und so fort. Und dann aber irgendwann habe ich einen Rabbiner kennengelernt, der heute mittlerweile ein sehr guter Freund von mir ist. Ich werde seinen Kanal auch nochmal hier oben verlinken. Vielleicht auch hier oben. Ich komme mit der Seite immer durcheinander. Und es ist wirklich spannend, weil in dem Moment, als ich diesen Menschen kennenlernte, war es so, als ob sich meine komplette Welt nochmal drehte. Denn ich war stolz wegen meiner körperlichen Veränderungen, ich war endlich muskulös, ich war vorher sehr übergewichtig und so weiter. Und stand dann da und er hat gefragt, was willst du machen? Ich habe gesagt, ich möchte Menschen helfen, ihre Ziele zu erreichen. Und er hat dann, ich habe es schon ein paar Mal erzählt, gesagt, Patrick, früher brauchtest du jeden Tag Cola, Süßigkeiten und abends deine Chips, damit du glücklich bist. Heute brauchst du jeden Tag dein Eiweiß, dein Kreatin und dein Fitnessstudio, damit du glücklich bist. Er sagt, aus spiritueller Sicht bist du nicht einen Millimeter gewachsen. Du hast 100 Euro von einem Konto auf das andere Konto überwiesen. Es bleiben 100 Euro. Du bist in derselben Abhängigkeit, nur auf einer anderen Ebene. Und das hat mich damals getroffen wie so ein Dolchstoß in dem Moment, weil der ganze Stolz, diese ganze Arbeit, die ich investiert habe, 2 Jahre in meinen Körper, jeden Tag, jede einzelne Mahlzeit war klar portioniert, Kalorien gezählt, Makronährstoffe gezählt und so weiter, war in dem Moment dahin. Und da habe ich erkannt, Scheiße, ich kann mich selbst programmieren, ich kann meine Erfolge, mein ganzes Leben im Außen im Prinzip gestalten, aber was habe ich davon, wenn ich am Schluss vielleicht jemand bin, der komplett verbittert ist, weil alles, was er hat, sein Körper ist und der wird natürlich logischerweise mit dem Alter dahingerafft. Wenn ich Bodybuilder bin und meine komplette Identität, mein Selbstwert, alles, was ich bin, aus meinem Körper ziehe, dann muss ich nur 30 Jahre warten und dann ist alles dahin, worüber ich mich identifiziert habe. Das ist scheiße. Dann dachte ich mir, Mensch, wie ist es denn mit Geld? Ja, Geld ist cool, aber wir alle kennen Leute, die dann sehr arrogant sind vielleicht, sehr überheblich oder auf andere herabblicken. Wir kennen Leute, die vielleicht sehr viel Geld haben, aber nichts davon ausgeben und sehr geizig sind, die vielleicht nichts spenden und so weiter. Da dachte ich mir, das ist cool, wenn ich das erreiche, aber das ist auch nicht alles. Dann dachte ich mir, okay, vielleicht im Liebesleben und habe sehr viel da erlebt in verschiedensten Bereichen und dachte mir, ja, krass, aber wenn ich nur glücklich bin, wenn ich meinen Partner habe, was ist denn, wenn der Partner verstirbt, weg ist, sich trennt und so weiter, dann bin ich ja wieder nicht glücklich. Das heißt, entweder ist mein Glück abhängig von meinem Körper, dachte ich mir, okay, das kann es nicht sein, von meinem Geld, das kann es auch nicht sein, von meinem Partner, das kann es auch nicht sein. Was ist denn jetzt? Und dann kam das Thema Spiritualität. Denn als ich dann weiter nachgeforscht habe im Bereich der Hermetik, in der Freimaurerei, viele Gespräche mit dem Rabbiner geführt habe und so weiter, da ist mir eine Sache aufgefallen und zwar alle äußeren Quellen des Glückes sind der Natur nach nicht sehr zuverlässig. Das heißt, denn sie sind oft vergänglich. Alles, was wir im Außen haben, kommt und geht. Wir sind mit leeren Händen gestorben. Und wir werden mit geboren und werden mit leeren Händen auch sterben. Wir können nichts mitnehmen. So, all das, was hier ist, ist vergänglich. Und das Einzige, was zählt, ich meine, alle großen Lehrer weltweit hatten immer gesagt, das wahre Glück. Und was wollen wir alle mehr, außer glücklich sein? Wenn wir den Körper haben, warum wollen wir den haben? Dann könnte man vielleicht sagen, um stolz auf sich selbst zu sein, um sich wohlzufühlen, um fit zu sein und so weiter. Ja, und warum wollen wir das haben? Damit wir glücklich sind. Wenn jemand den Erfolg anstrebt, warum will er Geld haben? Ja, weil er sich davon vielleicht Freiheit oder sonst was verspricht. Und warum das? Damit er glücklich ist. Im Liebesleben dasselbe. Aber alle großen Lehrer haben gesagt, dass wir das Glück, was wir suchen, auf diesen tausenden Wegen im Außen, nur hier finden können. Und das war der Moment, wo ich dachte, okay, Spiritualität. Das heißt nicht, dass all die anderen Themen schlechter sind, weniger wert oder sonst was, um Gottes Willen. Da ist gar keine Wertigkeit drin in dem Moment. Mir ging es hier an dieser Stelle nur darum, einmal meine Perspektive auf diese ganze Sache zu sagen, meinen Weg einmal aufzuzeigen, wie ich überhaupt zur Spiritualität gekommen bin und warum ich denke, dass das so wichtig ist. Denn Spiritualität führt uns dahin, zu dem, was wir eigentlich alle wollen, egal wo.
auf den tausend Wegen, wie es aktuell suchen. Und zwar führt Spiritualität uns nicht nur zu uns selbst, über die Selbsterkenntnis, sondern auch hin zu einem glücklicheren und vor allem erfüllten Leben. Und ich glaube, in letzter Essenz, hinter all den Nebelwolken, ist es das, was wir alle wollen. Das soll es mit diesem Video gewesen sein. Wenn es dir gefallen hat, lass gerne einen Daumen nach oben da. Abonnier den Kanal. Schreib mir gerne mal in die Kommentare, wie du das siehst. Wie war dein Weg so? Was sind deine Erfahrungen mit den ganzen Thematiken? Und ich freue mich, dich beim nächsten Video wiederzusehen. Bis dahin, adios.